In diesem Video möchte ich euch den WMF Salat Dressing Shaker vorstellen. Das ist das gute Stück, kommt nach Hause in einen hochwertigen Materialmix aus Glas und Edelstahl. Da glänzt alles und ist alles eigentlich recht schön verarbeitet. Dass das ganze Teil abgedichtet ist, das kriege ich nicht auf. Wartet mal, ich muss euch mal schnell zur Seite legen. Ja, dass das Ganze abgedichtet ist, gibt es hier noch einen Gummiring. Der ist mit in diesem leichten Edelstahldeckel drin. Den Gummiring kann man rausmachen und das ist sehr praktisch, gerade wenn man das sauber machen möchte. Ansonsten, was ist noch zu beachten? Es verschließt sicher. Und hier an der Seite hat man einige Rezepte draufstehen, die man gleich machen kann. Da das Teil jetzt neu ist und wir gerade noch ausprobieren, kann ich euch leider noch nicht sagen, welches Rezept gut ist, welches schlecht. Das kommt dann nochmal später nach. Insgesamt finde ich, dass es eine schöne Investition ist, weil was bringt es, wenn man jetzt irgendwie Salat essen möchte immer wieder und dann sich nur mit Maggi oder Knorr Salatkrönung durchschlägt, weil ja, das ist ja dann auch im Prinzip Konservierungsmittel und ja, irgendwelche Geschmacksverstärker drin, da bringt das nicht. Deswegen finde ich das interessant, dass man selber ein Dressing macht und mit diesem Teil kann man das sehr gut machen. Das ist jetzt hier ein angerührtes Joghurt-Dressing. Das schüttelt man dann einfach und kann man dann, ja, so sieht recht lecker aus, wie das so hier daher schwimmt mit dem Schnittlauch drin, kann man dann direkt über den Salat machen und ich denke, das ist auch praktisch, das Teil, weil man kann es dann auch wieder in den Kühlschrank stellen und am nächsten Tag benutzen, weil es ist ja im Prinzip nur Joghurt drin und nichts, was jetzt unmittelbar schlecht wird oder ähnliches. Im Gegenteil, vielleicht ist es da sogar noch leckerer und zieht durch, also das ist vielleicht auch ein Vorteil von der ganzen Sache. Kostenpunkt von dieser Sache ist ca. 30 Euro. Kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen, warum es so teuer ist. Ich finde, 15 bis 20 Euro wären gerechtfertigt dafür. Gut, man kann jetzt sagen, es ist Edelstahl und Glas, deswegen vielleicht. Aber ansonsten, ja, das muss man eben wissen, ob das wert ist, weil da kann man ja auch sonst irgendwas von Lurch oder so kaufen oder ähnliches. Okay, das war's schon. Tschüss.